So, mein lieber Löwe, wir sehen uns an, was es für dich gibt in der zweiten Novemberhälfte. Für unsere lieben Löwen in der zweiten Novemberhälfte, bitte. Danke. Die 9 der Schwerter. Die 8 der Kelche. Und kriegen wir da auch einen positiven Clarifier? Wie kommen wir denn aus dieser Situation wieder am besten heraus? Einen Clarifier für die Löwen, wie kommen wir da am besten heraus? Mit dem Rat des Schicksals. Okay, wir haben hier einerseits mit der 9 der Schwerter Sorgen und Nöte und Ängste. Du machst dir Sorgen über die Zukunft, du hast Zweifel, du hast nachts Albträume. Du wachst nachts schweißgebadend auf und denkst dir, boah, wie soll ich denn da wieder rauskommen? Wie soll ich denn das schaffen? Wie soll denn das funktionieren? Also du hast hier große Sorgen. Ganz egal, ob das Liebessorgen oder Geldsorgen sind oder was auch immer, du machst dir hier einen viel zu großen Kopf. Du malst den Teufel quasi an die Wand. Du stellst dir das Worst-Case-Szenario vor. Und mit dieser Einstellung wird es schwierig sein, deine Konflikte hier zu lösen. Was hier auch angedacht ist, ist einer Sache den Rücken zu kehren. Die 8 der Kelche ist eine Karte dessen, dass man sagt, danke, ich habe genug gesehen, ich gehe jetzt. Ja? Das ist, du kehrst dich hier ab von entweder einer Situation, einer Person, mehreren Personen, einem bestimmten Job, einer bestimmten Arbeitsstelle. Du kehrst einer Sache den Rücken, die entweder toxisch geworden ist mit der Zeit oder aus der du herausgewachsen bist. Ja? Du passt einfach nicht mehr dort hinein und deswegen, weil sozusagen diese Schale zu eng geworden ist, gehst du jetzt und suchst dir eine neue Schale. Ja? Genauso wie das eben der Einsiedlerkrebs macht, wenn der größer wird, dann sucht er sich eine größere Muschel, wo er drin wohnen kann. Ja? Und ja, dieses Weggehen von einer Sache könnte man auch beziehen auf diese Sorgengedanken, ja? Dass du, hier wird der Aufruf gestartet, geh bitte weg von den sorgenvollen Gedanken, kehre den Rücken diesem negativen Denken. Und ich habe dann noch gefragt, wie kommen wir denn am besten aus dieser Situation heraus? Ja, erstens natürlich müssen wir einigen Sachen den Rücken kehren und andererseits das Rad des Schicksals. Ja, das heißt, das Glück kommt zu dir. Das ist die Karte, wo ich immer sage, ja, das Glück ist ein Vogel. Das muss halt einfach zu dir kommen und sich zu dir setzen und dann ist es da. Und diese Karte besagt, es kommt. Ja, es wird ein glücklicher Zufall eintreten oder auch nicht Zufall. Ja, es fällt einem ja zu, was fällig ist. Das heißt, du wirst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann werden sich die Dinge für dich ändern. Diese Karte besagt auch, dass da, wo vorher Stagnation war, wieder Bewegen reinkommt. Ja? Das heißt, du wirst da, wo du das Gefühl hast, die Dinge sind festgesteckt und sie waren festgefahren, wird jetzt wieder Bewegung hineinkommen. Das ist ein bisschen so wie, also du kannst dir vorstellen, dass dieses Rad sich hier bewegt, ja? Und diese Karte ist so ein bisschen wie das Schmieröl im Getriebe. Ja? Das braucht es einfach, damit die Dinge wieder in Fluss kommen. Ja? Weil hier stecken zu bleiben, würde dir überhaupt nichts nützen. Ja? Das kann manchmal auch sein, dass man ein bisschen im Opferbewusstsein drinnen steckt und man muss vom Opferbewusstsein sich verabschieden und dann hineingehen in das Bewusstsein des Empowered, der Empowered Person. Das heißt, eines Menschen, der selbsttätig ist, ja, der aus sich selbst heraus handlungsfähig ist, der aus sich selber heraus manifestieren kann, der sagt, ich kann mit dem, was ich bereits habe, mit meinen Talenten, mit meinem Intellekt, auch mit meiner Eloquenz, mit meinem Know-how, mit dem, was mir Gott geschenkt hat, kann ich selber etwas ins Leben bringen. Ja? Ich bin nicht abhängig von den anderen, ich gehe in das Self-Empowerment hinein. Ja? Also bitte sieh dich selber nicht als das Opfer der Situation, ja, auch wenn das bis zu einem gewissen Grad sicherlich zutrifft, lieber Löwe, sondern sieh dich selbst als derjenige, der dieser Einstellung den Rücken kehren kann und dann auf das Glück zugehen kann, ja. Und du kannst sozusagen selber auch etwas dazu beitragen, dass es dir wieder besser geht. Ja? Ganz egal, was das ist, entweder du tust dir selbst was Gutes, ja, indem du, sagen wir mal, auf ein Wellnesswochenende fährst oder eine halbe Stunde zur Massage gehst oder du tust irgendetwas anderes, um die Dinge voranzubringen, die du gerne in deinem Leben hättest. Ja? Ich zum Beispiel, ich mache eben gerne diese Tarotkarten-Readings und deswegen setze ich mich jeden Tag hin und mache ein paar solche Readings, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gibt und es gibt mir das Gefühl, ich kann was kreieren. Und wenn du in diese Kreation hineingehst, ja, ich bin ja so wie du auch ein Löwe
Und wenn du in dieses Kreieren hineingehst, kommst du auch wieder in das Gefühl, ich habe Macht. Ich habe die Macht, etwas zu erschaffen, etwas in die Welt zu bringen. Und dieses Gefühl der Macht, das brauchst du jetzt, um diesem Gefühl der Ohnmacht den Rücken zu kehren. Ja? Das ist die Grundaussage von diesem Reading. Ich wünsche dir trotz all dem eine schöne Zeit und bis bald, lieber Löwe. Tschüss.